Hallo, es geht weiter mit unserer Weltenbummler-WG. Ja, die Hanna, die braucht noch rote Raubwanzen. Ich habe gerade schon geschaut, es gibt keine. ja, das können wir uns erstmal abhaken hier. Und die Luisa, die soll noch ein Einheimischen überreden. Ja, das hat ja beim letzten Mal so gar nicht geklappt, ne? Das war ja, ging immer voll in die Hose. So, Hanna, was machen wir mit dir? Die schicken wir wieder in die Kampfarena hier, in dieses Dingsbums hier. Genau, flieg mal hierher. Na, wenn du Kampfkunst kannst, ist immer gut. Hierher fliegen. Nicht einmal fliegen reicht. Und dann darfst du dieses hübsche Ding hier besuchen. Ja, Luisa, und du, aber bitte schön einmal auf zum Markt und dann endlich mal einen Einheimischen noch überreden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, da ist hier dein Geliebter wieder. Ich hab's gesehen, der hier vom Besonderheitenhandel hier. Ja, flieg mal hierher. Den schnappst du dir jetzt. Den hast du nämlich noch nicht überredet. Ja, geknutscht hast du, aber nicht überredet. Das wollte er nicht, ja. Das fand er dann doch irgendwie zu forsch, ne? Dafür kannte er dich nicht gut genug. Aber zum Knutschen. Ja, dafür hat's gereicht. Vielleicht die Härte. So, ja, lustig. Mach mal eine Grimasse, zeig ihm mal einen Vogel. und ein Internetkatzenvideo, wir sind ja nett heute, ne? So, und freundlich, vielleicht noch ein bisschen plaudern, plaudern, plaudern. Plaudern geht's nicht. Bin ich blind? Kannst du nicht mit ihm plaudern? okay, egal. Erzähl ihm noch eine lustige Geschichte und dann frag ihn hier oder überrede ihn, dass er sein Licht ausmacht oder anmacht oder wie auch immer. Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wo bleibst du denn, hä? Wie lange fliegst du denn? Muss erst aus diesem Ding da raus, ne? Ja. Hier liegen übrigens immer noch deine Klamotten, glaube ich. Aber mittlerweile dürfte sie ja wieder bekleidet sein, ja. Ja, dann mach das mal. Und ich bleib jetzt hier auf der Lauer und pass ganz genau auf. Ja, was denn jetzt hier? Ach, ich habe die Wände hier gar nicht hoch, ne? Können wir da reingucken? Egal. Machen wir so hoch. Sieht hübscher aus. Ja, zeige ich ihm ein Video. Das dürfte alles romantisches Interesse, ja. Vergiss es, Luisa. Nein, dein Urlaub ist in 12 Stunden zu Ende. Toll. Na gut, danach fahren wir einfach sowieso wieder hierher, ne? Die 2 Tage in Lucky Palms, lieber springe ich denn, ne? Da darf dann die Hanna wieder ein bisschen an ihrem Buch weiterschreiben und die Luisa ein bisschen angeln oder gärtnern oder irgendwie sowas machen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal sowieso wieder hier. Ja, du, nun erzähl ihm mal was. Eine lustige Geschichte. Ich hoffe, das reicht, ne? Ja, aber pass auf, dass sie nicht wieder knutscht. Das will ich hier nicht sehen. Und? Ja, endlich, es hat geklappt. Das war ja eine schwere Geburt. Da hatten wir es ja viel einfacher, als wir, glaube ich, 5 oder so fragen oder überreden mussten. Das war wirklich jetzt hier schlimm. So, Hanna, was machst du denn hier in deiner schönen Kampfarena? Ja, wenn, dann solltest du hier vielleicht irgendwie rumkämpfen und nicht da rummachen. Ja, komm, mach mal, spiel mal ein bisschen mit dem Ding hier rum. Trainiere mal. Ja, wie hoch war eigentlich dein Level jetzt mittlerweile? Mal schauen. Da, 2. Naja, okay. Fast 3. Das schaffen wir vielleicht noch. Streng dich an. Ach, es ist da ein anderer dran. Die sind alle besetzt. Na okay, dann mach hier üben hier mit Schaumbrettern. Dann mach halt das. Na, wenn er sich davor gedrängelt hat, einfach so. Luisa, wie sieht's aus? Kontaktierst du fleißig? Ja, na zumindest ist schon mal ihr Rucksack da. Ach, das war ja wieder dieses hübsche Haus hier. Das hat mir so gut gefallen. Das sieht irgendwie cool aus. Hier so mit dem Zaun und den Fenstern. Ja. Was meckert die hier rum? Hä? Du sollst sie kontaktieren und nicht mit der rumschimpfen hier. Hey, du reißt hier den Popo auf und dann macht die hier, meckert die dich an oder was? Geht aber gar nicht. Ja. Ach, jetzt ist sie wieder friedlich gestimmt. Puh. Mein Gott, hat die einen Blick drauf. Ach, das war's schon? Hui, nachts ist die Drachenhöhle noch viel beeindruckender. Ich sollte sie öfter bei Nacht studieren. Hab vielen lieben Dank für deine Hilfe. Hier ist die versprochene Belohnung. 20 Visumpunkte, 80 antike Münzen und 800 Simoleons. Und das war's jetzt? Dafür haben wir uns so eine Mühe gegeben? Oh Mann. Okay, Luisa, komm, wir gucken mal, ob wir was Schöneres finden. Wo ist das Camp? Hier ist das Camp. Dann flieg mal hierher. So, einmal hierher fliegen und dann schau auf die Abenteuertafel. Warum gehen wir hier weg? genau, schau mal da drauf. Und wenn ich haben wir ja immer noch dieses Loch da. Und ach, da, wo die eine Raubwanze war, da fiel mir einer, war auch im Haus, da ging es eine Treppe runter. Da habe ich mal kurz runtergeguckt, da ist zwar jetzt nicht viel großartig was, aber da sind ein paar Kisten, die können wir uns dann auch mal unter Nagel reißen. Bringe 3 Jadestücke zu Aipai, um Simoleons zu verdienen.
Gibt's noch was anderes? Schau noch mal drauf. Ja, das Stücke kann sein, dass wir noch welche haben, aber ich weiß es nicht. Dann suchen wir ja noch mehr. Und was gibt's noch? Eine Flasche qualitativ hochwertiger Nektar. Ja, haben wir sowas? Ja, ich glaube, wir hatten hier Nektar liefern, genau. Nee, haben wir den? Wer hatte den in der Hand? Ach, die hier, die Hanna, die muss doch welchen haben. Lecker, lecker, lecker. Was meint der mit qualitativ hochwertig? Das ist ja mal so ein bisschen, okay, nee, was ist das? Sehr gut. Was haben wir da? Halt, Moment, ausgezeichnet. Vielleicht reicht der. Komm hier, mal schauen. Ja, der reicht. den kannst du liefern. So, Hanna, wo bist du? Was machst du denn Schönes? Schlagbretter zauen. Und was machst du da? Mit neuem Gürtel prahlen. Du hast einen neuen Gürtel. Oh, mal schauen. Hä? Komm, den gucken wir uns mal an. Hör mal auf da kurz. Hä? Oh, guck mal hier, Hanna. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, bist du stark. Ja, dann prall mal mit dem Gürtel. Da bin ich immer gespannt. Hä? So, ey, Säule, geh weg hier. Los, fang an. Ja, wir sind jetzt in Orange mit, ist das auch braun? Aha. Okay, kannst du denn jetzt schon was anderes hier? Üb doch mal mit einem Basalbrett. Basal? Was war das? Balsabrett. Ein Balsabrett. Ja, mach mal. Mal gucken, ob du das auch schon hinkriegst. Mal gucken. Geh in dich. Finde deine Mitte. Meditiere noch ein wenig. Sammel dich. Ja, gleiche noch deinen Chakren aus. Und dann kannst du darauf hauen. Konzentriere dich. Genau auf diesen Moment. Nein, doch nicht. ich will es jetzt einmal sehen, dass du es einmal machst. Dann gehen wir wieder zur Luisa. Jawohl. Los, hau rauf da. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ja, die macht aber echt was draus hier. Hey, dein Level ist dann schon eins höher, bevor du überhaupt ein Brett geschlagen hast, wenn du hier noch so weitermachst. Das kann ja dauern. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Eine Stunde? Gute Frage. Ja, nun mach doch einfach mal. War das schon immer so lange? Kommt mir gar nicht mehr so lange vor. Hey, so wird das doch. Jawohl, sie hat's geschafft. War ja unglaublich. Nee, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, um dir hier stundenlang zuzugucken. Wir gehen mal zur Luisa. Was wolltest du machen? Den Nektar liefern? Mach das mal. Wo bist du denn dahin? Da hinten ist der Stern. Aha, eine Flasche qualitativ hochwertiger Nektar. Los, geh hin da. Ach, hier im Laden, ne? Na komm, ich komme mit dir mit hier. Wir fahren mal mit der Kamera darüber. Welcher ist das jetzt? War das der? Moment, das ist der Stern weg. Der ist verschwunden. Wo ist denn der jetzt? Aber ich weiß, ich denke mal, das war der hier, ne? Shensu? Da war kein Name, oder? Mit Louis sprechen. Ach, wer hier? Okay. Dann halt der. Na, mal schauen. Und? Ach, das war's dann auch schon wieder? okay, dann fliegen wir nochmal zum Camp, ne? Waren ja jetzt noch nicht so die dollen Aufträge hier. So, einmal hier unten hinfliegen. Ja, genau auf diesen Punkt. Okay, flieg hierher. Und dann schau da nochmal drauf. So, auf einen Blick dort drauf. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier noch was anderes finden. Was waren da jetzt noch? Jadesteine sammeln. Wie viel haben wir? Da haben wir davon welche. Das ist ein Türkis. Das ist auch ein Türkis. Wie sieht denn das aus, die Jade? War die nicht auch blau? Auch Türkis. Türkis. Also so ein Grünblau. Sieht nicht so aus, ne? Oder wird das die anders war, habe ich angezeigt. Und die Hanna, hat die sowas? Alles Türkise hier. Ja, die Nachfrage, ja. Okay, gibt's noch was anderes? Schau nochmal drauf. Wirf nochmal einen Blick drauf. Und dann werden wir ja sehen, ob wir sowas haben. Ambata, genau. haben wir gerade gemacht? Nein, das wollen wir nicht nochmal. Okay, Abenteuer sind heute aus, oder was? Ja, dann versuch halt einfach mal mit der, ja, mit den Jadesteinen. Ja, wir nehmen jetzt mal die Jadesteine. Okay. Du hast gar keinen, das ist doof. Okay, wir gucken mal kurz bei der Hanna, ob da irgendwas so aussieht wie Jade. Nee, also das kann das ja eigentlich nicht sein, ne?
Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Nee, es ist ein Smaragd und aber noch irgendwas Schönes. Ja, die Hanna hier, das vielleicht. Ja, da haben wir schon mal einen. Komm, nimm die rüber. Und noch was? Nee. Okay, Luisa, hilft dir alles nichts, musst du sammeln. Gucken wir mal, ob es vielleicht Jade gibt, wenn es schon keine Raubwanzen gibt. Sonst hängen wir jetzt hier fest, wobei es auch nicht so tragisch ist, wir müssen sowieso bald nach Hause. Da ist einer, guck mal hier, direkt dahinter. Irgendwo lag hier, da ist er. Okay, dann flieg mal hierher fliegen und dann sammel den mal. So, und dann mal gucken, ob wir noch einen finden. Da hinten, guck mal, dann nehmen wir gleich den hier. Da ich hier schon wieder Frosch im Hals. Ich habe immer Frösche im Hals, wenn ich mit euch sammle. So, und danach darfst du hier hinfliegen und den sammeln. Ja, mal gucken, ob es da denn irgendwas Besonderes noch gibt. Ansonsten können wir nur noch Nektar liefern. Naja, wenn nicht, dann fahren wir halt nach Hause hier. Unverrichteter Dinge. Ja, dann liefer mal die. Ja, halt, Moment, erstmal gucken, wo du hin musst. Dass wir dich hier nicht ewig hier rumschicken. Ach komm, flieg hierher, das geht immer so schön schnell. Hierher fliegen und dann liefern. Ha, ach, jetzt musst du wieder zu deinem Schatzi da. Aber pass auf, was du da machst, ja? Nicht, dass du da noch mehr mit dem rummachst. So, Hanna, wie sieht's aus? Hast du die Nase voll? Oh ja, stinkst und bist erschöpft und ermüdet, aber was unterhalten, na fein. Ja, riechst dich gerne, oder was? Wir gucken mal, was die Luisa macht. Wo bist du denn? Kuckuck. Ah, sieht immer zum Schreien aus, wenn der Rucksack schon da ist. Ja, liefern. Sag jetzt nicht, der Opa ist schon wieder nach Hause gegangen oder so. Wo ist er denn? Da ist er. Guck hier, genau, da ist dein Schatzi hier. Besonderheitenhandel. Bin ja immer noch begeistert. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr drüber weg. Ja, also wenn du mit denen anbandelst oder so, dann mach ich dir ja den aber jünger und hübscher oder weiß ich nicht was. Geht immer gar nicht. Guck dir den an. Ja, liefern. Nicht rumspinnen hier. Liefern, einfach nur liefern. Mehr nicht, nur liefern, Luisa. Weiter brauchst du nichts mit ihm machen. Ja. Und gibt's da noch was? Nö, auch nichts weiter. Oh, 1000 Simoleons. Das ist natürlich eine ganze Menge, ja. Also ich denke mal, wenn du jetzt zur Abenteuertafel fliegst, gibt es jetzt nur noch diesen Nektar, was? Den du ja schon einmal geliefert hast. Naja, machen wir es halt, was soll's. Nektarflaschen haben wir ja noch genug. Können wir die auch mal verhökern hier. Können wir gleich mal schon mal schauen hier. Die Hanna, die hatte ja noch welche gehabt. Weiter unten bestimmt. Einmal mal durchgucken. Eben hatten wir ja, na, den perfekten, den behalten wir. Nächstes. Der ist auch perfekt. Ui, toll. Und alles Perfekte hier. Der ist normal und der ist sehr gut. Und ob der auch reicht? Mal fragen. Mal gucken. Luisa, wo bist du? Ach du. Habe ich nicht gesagt, fliegen? Wie weit bist du? Moment, ich sehe dich nicht. Zeig dich. Naja, kommst ja gleich an, da denke ich mal. Ja, so, jetzt auch noch mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt hier an Nektar. Ob der reicht, wenn du einen sehr guten nimmst? Der ist lecker. Der ist auch lecker. Weil die perfekten würde ich ja schon ganz gerne behalten. Aber ich hatte ich jetzt gerade, glaube ich, alle durch, ne? Die anderen waren alle perfekt. Oder war nach unten, weiter unten noch was? Ah, sind auch noch welche. Ah, ja genau, das dachte ich mir hier. Ja, okay, nimm das. Reicht das schon? Ah, der reicht auch. Na gut, dann liefer den halt. Nee, halt, Moment, ich lass dich fliegen. Dann schaffen wir das noch schnell. Dann bin ich ja mal gespannt, ob dann immer noch was auf der Abenteuertafel drauf ist. Nee, geh mal gleich auf die richtige Seite hier. Flieg mal hierher. Ah, genau. Und dann liefer mal den Nektar. So, weil wir haben noch 3 Stunden Zeit. Und dann ist Feierabend, dann geht's ab nach Hause. Da war es das schon wieder hier in China, in Chinatown. Ja, und du geh auch nach Hause hier. Ich will ja gar nicht sehen. ja, das war ja der hier drinne. Wollen wir mal gucken? Einmal runterklappen bitte, wir wollen das sehen. Ja, ach, wieder der hier, Louis wahrscheinlich, ne? Bei dem warst du ja eben schon. So, dann bin ich ja mal echt mal gespannt, wenn du jetzt den Nektar liefert, ob dann nochmal was anderes kommt. Oder ob da wieder ein Nektar liefern kommt. Wobei ich auch das auch schon mal hatte, dass die Tafel einfach leer war. Schauen wir mal. Was hast du denn jetzt hier?
Was ist denn los? Hunger? Andrang? Müde? Egal, komm, du musst noch mal zum Camp, ich will das wissen. Und dann geht's sowieso ab nach Hause. Und wenn ihr zu Hause ankommt, geht's euch ja eh schon wieder besser. ja, kannst im Flieger schlafen. So, flieg noch einmal hierher. Ah, sie glänzt noch. Also zumindest gibt's da noch ein Abenteuer. Erst wenn die ganzen Sternchen hier verschwinden, dann ist sie leer. Dann gibt's keine mehr. Oh, was machst du denn? Ach, je, komm doch nach Hause, Kind. Oder geh dort auf den Klo. Was hältst du denn davon? Stellt sich ein bisschen an, kann es sein? Komm hier, benutze eine Expressdusche. Oder soll ich mal gucken, was mit ihr ist? Ist sie ohnmächtig oder so? Aber dann würde ja hier was stehen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, mal schnell, was hier die Luisa. Der Pilgerpfad. Suche mit der Meditationsstatue den Gelehrtengarten und warte auf eine Vision. Ah, okay. Nehmen wir an, aber nicht mehr jetzt, ne? Ich glaube, wir fahren ja sowieso gleich nach Hause. Weißt du was? Ich guck mal erstmal, was die Hanna macht. Was ist denn los mit dir? Steckst du hier irgendwo fest oder was? Ah ja, schön, ja. Was stehst du denn da jetzt doof rum? Wollen wir mal gucken, hä? Hängst du da fest oder wie? Na komm, wo ist denn das Camp hier, wenn wir dich mal hierher teleportieren? Im Fluge darfst du denn in die Hose machen. Flieg mal hierher. Und die Luisa, ja, die darf bitte schön auch mal hier oben aufs Klo gehen oder so, bevor es ab nach Hause geht. Ist ja, dauert ja nur noch ein Momentchen. Ist hier noch irgendein Klo frei? Ja, komm. Einmal benutzen, bitte. Und wenn die Hanna da ist und du das noch irgendwie schaffst, dann geh auch. Bist du hier? Ja, sie ist auch. Wo ist sie denn? Da ist er. Okay, dann benutzt doch bitte schön auch mal noch hier ein. Welches habe ich jetzt aufgeklickt? Komm, los, benutzt es. Oder? Okay, das hat sich erledigt. Du brauchst es nicht mehr benutzen. Du brauchst es nicht mehr benutzen. Hast du in die Hose gemacht. Na gut, dann gucken wir mal hier. Was gibt's denn jetzt hier Schönes? Expressduschen. Ach, hast doch, da hast du noch. Komm, dann benutzt noch eine Expressdusche. Und hast du nichts mehr zu essen? Doch, guck mal hier, hast du auch noch was. Dann wollte ich mal noch ein bisschen aufpäppeln hier. Komm, iss einen Happen. Damit es dir ein bisschen besser geht hier. Bist du total gestresst, genervt und ermüdet? Na, guck doch, geht doch schon wieder. Ja, ins Bett brauchst du nicht. Geh gleich nach Hause. Was hast du denn hier Schönes? Hüpfekästchen spielen. Und sonst noch einen Wunsch. 25 Bretter zerschlagen. Na, okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Und was hast du hier mal? Müssen wir auch mal gucken hier. 15 Edelsteine sammeln. Ich denke mal, das schaffen wir dann auch irgendwann. Und warum gehst du nicht auf den Klo? Wo bist du denn? Hier, komm, du sollst auf den Klo gehen. Habe ich jetzt zweimal das gleiche angeklickt? Kann auch sein. Los, das schaffst du noch. Und dann, bitteschön, hier halt, wo ist denn hier was zu essen? Dimmi-dimmi-dimm. Guck mal, da ist noch ein einzelnes Stück, das kannst du mal essen. Und da haben wir noch 10 Stück, guck mal hier. Ha? Ist doch alles da. Wir müssen doch hier gar keinen Hunger leiden. Luisa. So, wir haben noch 5 Minuten und dann geht's nach Hause. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss und der Ausflug ist beendet. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, viel Spaß bei allem, was ihr noch machen wollt. Bye bye.